Es ist ja offen. Warum schlagen Sie so verrückt auf die Tür? Ich habe mich verirrt. Ich habe es während der Fahrt gar nicht so bemerkt, aber es ist ein schrecklich großes Schiff. Ja, da haben Sie recht. Aber kommen Sie doch herein. Sie werden doch nicht draußen stehen. Störe ich nicht? Ach, wie werden Sie denn stören? Sind Sie Deutscher? Ich habe nämlich viel von den Gefahren gehört, welche besonders von Irländern und den Neuankömmlingen in Amerika drohen. Bin ich, bin ich. Ich kann es nicht leiden, wenn man mir vom Gang hereinschaut. Da läuft jeder vorbei und schaut herein. Das soll der Zehnte aushalten. Aber der Gang ist ja ganz leer. Ja, jetzt? Es handelt sich doch um jetzt. Mit dem Mann ist schwer zu reden. Legen Sie sich doch aufs Bett. Da haben Sie mehr Platz. Gottes Willen, ich habe ja ganz an meinen Koffer vergessen. Wo ist er denn? Oben auf dem Deck, ein Bekannter gibt Acht auf ihn. Haben Sie den Koffer sehr nötig? Natürlich. Ja, warum haben Sie ihn dann einem fremden Menschen gegeben? Ich habe meinen Schirm unten vergessen und bin gelaufen, ihn zu holen, wollte aber den Koffer nicht mitschleppen. Dann habe ich mich auch noch verirrt. Sie sind allein? Ohne Begleitung? Ja, allein. Ich sollte mich vielleicht an diesen Mann halten, wo finde ich gleich einen besseren Freund? Und jetzt haben Sie auch noch Ihren Koffer verloren. Vom Regenschirm rede ich gar nicht. Ich glaube aber, der Koffer ist noch nicht verloren. Glauben macht selig. Auf dem Schiff wechseln mit den Hafenplätzen auch die Sitten. In Hamburg hätte Ihr Bekannter den Koffer vielleicht bewacht. Hier ist höchstwahrscheinlich von beiden keine Spur mehr. Bleiben Sie nur. Es hat keinen Sinn. In ein paar Minuten bin ich fertig, dann gehen wir zusammen. Entweder der Koffer ist gestohlen, dann ist keine Hilfe. Oder aber Ihr Bekannter hat den Koffer stehen lassen, dann werden wir ihn, bis das Schiff ganz entleert ist, desto besser finden. Ebenso auch Ihren Regenschirm. Kennen Sie sich denn auf dem Schiff aus? Ich bin doch Schiffsheizer. Sie sind Schiffsheizer? Ich habe mich immer so für Technik interessiert und wäre sicher später Ingenieur geworden, wenn ich nicht nach Amerika hätte fahren müssen. Jetzt könnte ich auch Heizer werden. Meinen Eltern ist es jetzt ganz gleichgültig, was ich werde. Meine Stelle wird frei. Sie verlassen das Schiff. Warum denn? Gefällt es Ihnen nicht? Das sind so die Verhältnisse. Sie denken wahrscheinlich nicht ernstlich daran, Heizer zu werden? Aber gerade dann kann man es am leichtesten werden. Ich also rate Ihnen entschieden davon ab. Wenn Sie in Europa studieren wollten, warum wollen Sie es denn hier nicht? Die amerikanischen Universitäten sind ja unvergleichlich besser als die europäischen. Das kann ja sein, aber ich habe ja fast kein Geld zum Studieren. Und Englisch kann ich fast gar nicht. Überhaupt ist man hier gegen Fremde so eingenommen, glaube ich. Haben Sie das auch schon erfahren? Dann sind Sie mein Mann. Sehen Sie, wir sind doch hier auf einem deutschen Schiff. Es gehört der Hamburg-Amerika-Linie. Warum ist der Obermaschinist ein Rumäne? Er heißt Schubal. Und dieser Lumpenhund schindet uns Deutsche auf einem deutschen Schiff. Glauben Sie nicht, dass ich klage, um zu klagen?
aber das ist zu arg. Ich habe schon auf so vielen Schiffen gedient und habe mich ausgezeichnet. War ein Arbeiter nach dem Geschmack meiner Kapitäne. Und hier auf diesem Kasten, wo alles nach der Schnur eingerichtet ist, wo kein Witz gefordert wird, hier tauge ich nicht. Bin ein Faulpelz. Verdiene hinausgeworfen zu werden und bekomme meinen Lohn aus Gnade. Verstehen Sie das? Ich nicht. Das dürfen Sie sich nicht gefallen lassen. Waren Sie schon beim Kapitän, haben Sie schon bei ihm Ihr Recht gesucht. Ach, gehen Sie! Gehen Sie lieber weg! Ich will Sie nicht hier haben. Sie hören nicht zu, was ich sage und geben mir Ratschläge. Wie soll ich denn zum Kapitän gehen?